Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2 mit Markus. Hi, ich bin Markus. Wollen wir Freunde sein? So wird es ungefähr jede Folge losgehen. Gut, wir zocken heute Red's Pro Job of Deathwish. Er wollte nicht wissen, was vorhin passiert ist. Wir haben vorhin Undercover Job gezockt, hatten 4 von 5 Bags für die 1 Million gedruckt. Einer war schon die ganze Zeit Custody, weil der einfach Fuck gebaut hat und dann sind alle 3 down gegangen. Wenn man sich auf die Kompetenz anderer Mitspieler verlässt, das kommt dabei raus. Ich hab den noch nicht gekillt. Er soll erstmal seine beiden Bags ablegen. Na, okay. Mal gucken, wie der sich macht. Hol dir erstmal die Zutaten draußen, okay? Was? Okay. Draußen ist noch einmal, ist noch mehrmals HCL. Ich bin ja schon angucke, der Drummer, Alter. Gut, einmal dahin und ja. Hier ist noch ein Holz bei der kleinen Hütte vorne. Ja. Ja, okay. Holz ist sehr wichtig. Ja, ich weiß, aber ich habe hier unten meinen Standardplatz beim Badezimmer. Hol dir noch einmal, hat's. Ey, komm mal kurz mit. Komm mal schnell noch mit. Schnell. Markus, komm mal schnell noch mal mit hier. Schnell. Hier unten. Hol dir noch mal bei dem Wagen hier. Bei dem. Hol dir hier noch mal das HCL. Das brauchst du noch. Na gut, müssen wir nicht mehr runter. Genau. Wir müssen halt nur gucken, dass Captain Faggot nicht kommt. Weißt du, wo das dritte Holz ist? Nein. Normalerweise ist hier irgendwo noch. Ach, der hat diesen Modus. Okay. Der ist so ein Mod. Das ist so ein Mod, der immer sagt, ja, was gekocht werden muss. Finde ich noobig, aber da sparst du schon ein bisschen Zeit mit. Ist nicht viel. Von wo kommen die? Hinten? Alter. Wie der Mod rumspammt, alles klar. Scheiße, der Cloaker frisst einfach zu viel. Noch da? Ja, ich bin da, ja. Okay, ich hatte gerade die Mega-Lag. Bei mir hat gerade keiner was gesagt. Gut, wir müssen uns mal über was unterhalten. Aus welchem Bundesland kommst du eigentlich? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Gut. Wann sind denn bei euch die nächsten Wahlen? Keine Ahnung. Weißt du das? Ich hasse Politik, Mann. Gut. Also gut, sehe ich jetzt ein bisschen zur AfD befragt, sag ich mal. Ja, genau. Freust du dich schon auf die Ferien? Ferien? Ja. Ich hab mein jeder Tag für mich ist wie Sonntag. Ja. Ich warte jetzt auf den Studienplatz. Ach ja, stimmt, ja, hast du ja schon erzählt. Genau. Und warte. Und du? Pause. Ja, ich bin noch 10, ich bin noch 10 Klässler. Bei uns gehen die Ferien ab nächster Woche los. Ich schreibe montags zwar noch die größte Geografie-LK, seit ich auf der Schule bin und habe noch nicht mal angefangen dafür zu lernen. Morgen ist es dann soweit. So, ein Black Dozer. Wie gesagt, ich... Aber ganz kurz mal zurück zur Map. Ich finde es hier unten beim Badezimmer am besten. Ich weiß nicht, hier unten im Badezimmer, da ist irgendwie so ein Safe-Spot. Du kannst gleichzeitig auch die Gegner vertreiben. Alter, du machst echt das Licht an. Ja. Wenn man nichts Besseres zu tun hat. Guck mal hier, ich hab hier so eine Taschenlampe. Oh shit. Oh. Worse. Okay. Japü! Oh,
Hauptsache, wir haben dann keine Flucht, ey. Das wäre beschissen. Fuck! Fuck! Nein! Geh doch auf! Hör doch auf! Oh, fuck, Flash... Alter, die Flash war jetzt böse. Die war jetzt bitterböse. Alter Vater, sind da draußen gerade viele. Weißt du, was geil ist? Bei mir unten leuchtet Zell, weil alle verbrennen. Ja, hab ich gesehen. Mach den mal hier, Tom. Oh, oh. Hab ihn. Ach shit, aber ich hatte nur 28 Schuss. Ich muss vorsichtiger spielen. Das Geilste ist, ich schieße hier immer oben dieses Holz, weißt du, mit der Thanatos. Ja. Hier ist immer so ein kleiner Spalt, da kann man durchgucken. Zeig mal. Warte. Ach, bei dem hier kann man noch durchschießen? Du kannst durch alle durchschießen. Ich nicht. Zumindest nicht mehr. Doch, stimmt. Aber mit der Pistole ist halt ziemlich scheiße. Ich höre einen Cloaker hier irgendwo. Da ist er. Ich muss noch gucken, hat wer von euch Muni? Ja, Muni-Bags da oben, okay. Okay. Auch wenn ich gerade auf die Fresse kriege, würde ich gerne... Also ich habe ein positives Gefühl bei dem Heist gerade. Wir sind gute Mitspieler. Auch wenn ich gerade mega auf die Fresse kriege, denke ich, dass wir den schaffen. Ja, schaffen wir locker. Aber auch mit allen Backs ist die Frage. Wie gesagt, ich will schon alles mitnehmen. Es kann immer was passieren, ne? Manchmal kommt so ein Dozer oder zwei Dozer gleichzeitig durch ein Fenster. Trotzdem, wir haben... Also wir haben mindestens zwei Inspire. Scheiße. Dann gibt's jetzt Alu Akbar. Das war Alu Akbar. Ich habe mit der Crosskill-Pistole in den Dozer nur durch Körperschüsse weggeholt. Easy. Scheiße. Scheiße. Schwarzer Dozer. Okay, ach, oh, der hat RPG. Oh, der hat RPG. Das ist gut. Oh fuck. Dich krieg ich aber easy. Solange du nah genug am Haus bleibst, dass man dich wiederholen kann, ist kein Problem. Wo ist der? Hauptsache, die kommen jetzt wieder ein paar durch den Vordereingang. Ey, hier ist gerade echt langweilig. Von hinten ist irgendwie langweilig. Oh, oh nein! Oh nein! Oh Gott, ey. Kommt der Cloak einfach durchs Fenster. Hä? Oh mein Gott. Was machst du denn? Ich war grau und oben war so ein Macker. Der hat hier die Bag versucht zu klauen. Ich hoffe, du kannst den Hostage nehmen, ne? Nee, den Skill habe ich nicht. Den habe ich nie. Ich kann es mal probieren. Junge. Komm schon. Ja, der eine kann das. Doch, kannst du, oder? Nein. Ich hab den Skill nicht, ich probier's nur. Ich hab den Skill nie, den finden. Wie gesagt, normalerweise hat ihn auch immer jemand anderes. Ich bin ja, halt der quasi kostet, der... Der kostet nur einen Punkt. Ich hab mein Zelt auf den Punkt genau ausgefüllt. Scheiße, ich krieg's dir aufs Maul. Ja, der Dings ja, der mit dem Flammenwerfer kann das. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass das hinkriegt. Ansonsten wäre echt scheiße. Oh fuck. Nicht gut. Die Shields sind echt teilweise so eine richtige Pest. Alter, ne?
Shield. Reg mich jetzt nicht auf, du! Alter! Das reicht. Oh shit, Dozer. Oder werde ich jetzt noch ein bisschen hier oben bleiben? Ja, yes! Ey, du kannst das doch. Nein, kann ich nicht. Ich habe keinen Dienstskill nicht. Aber manchmal geht das einfach. Okay. Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir... Also sagen wir so, den Captain werden wir wegkriegen, weil der Typ hat einen Rocket Launcher. Hauptsache, der Soul ist jetzt nicht endlos. Hatten wir überhaupt schon eine Soul vorbei? Jetzt sag mal die... Ja, Soul, ja. Müsste im Moment vorbei sein. Müsste im Moment vorbei sein. Ist das diese Baby-Diegel? Nee, das ist die Crosskill. Ach so. Es ist jeden Moment vorbei. Ach, die gibt's auch als Akimbo, ne? Was? Ja, Akimbo Crosskill, ja. Aber die spiele ich nicht. Ich spiele Akimbo Shimano Customs, finde ich besser. Komm jetzt bitte, lass doch den Assault einfach vorbei sein. Jetzt nicht im Let's Play! Nein! Also wenn das so weitergeht, dann hast du, wie sagt man so auf gut Deutsch, ach ja, abgeschissen. Wieso? Wenn der Assault nicht vorbeigeht, ist die, je länger der Assault dauert, desto höher ist die Chance, dass der Captain kommt am Ende gleich. Komm schon, bitte. Ich glaube, der kommt erst nach dem Van. Bitte. Nein, wir hatten den schon nach irgendwie 2 Minuten ja auch schon mal. Komm schon, yes, okay, yes. Oh, und zack. Nice. Komm schon. Komm schon, sag mal. Gleich die Bags runter. Oder nee, ist noch gar nicht. Okay, ich hab dich. Warte, ich werf noch eine raus. Alter. Steh doch auf! Ja, 4. Jetzt hab ich doch das Meth, okay. Aber ich hatte das Gefühl, heute kommt kein einziger Assault von hinten. Von vorne. Du meinst von der Straße? Ja. Was war's? Hydrogen? Da kommt Chloride? Dosa. Achso. Vom... von rechts. Ja, ich sehe, ist aber nur ein Sky. Es ist nicht so schlimm. Guck, weg ist er. Das Sky ist ein Witz. Wie gesagt, der Schwarze ist das Problem. Lol, da liegt ja noch eine Tasche. Na komm, dann bring ich die kurz mal weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Wow. Weh, jetzt? Echt jetzt? Secured Meth, 0 von 3, alles klar. Nee, das ist ein Bug. Ja, ich weiß, aber wir müssen jetzt trotzdem noch 3 weitere Meth-Beutel kochen, bevor wir überhaupt gehen können. Oh, Package. Okay, ich bin da. Ja.
Schwarze Dose! Warte, ich heb dich hoch. Puh! Und wieder ist alles lichterloh. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf. Aber wir machen uns gut, muss ich sagen. Vor allem, wie viele einfach nur rumliegen, ne? Ich höre ihn. Den Captain? Nee, den Hurensohn. Alter! Ist jetzt AFK oder was? Gehen wir nicht drauf. Okay. Der Dose hält erstaunlich wenig aus. Aber momentan läuft es tatsächlich. Also ich hätte gedacht, ja, gut, ja, ja, ich hätte nichts sagen sollen. Kurz vor Abkratzen. Dann dürfen wir eigentlich wieder kochen. Alter, wir versuchen jetzt hier gerade den Macker hier zu bekehren. Ich höre einen Cloaker. Alter, wie oft geht ihr denn noch down? Ich muss gerade noch abkratzen. Hier, du musst. Warte, ja, ich mach schon, die mach schon. Ist drinne. Ich hab's noch einmal. Der spielt gerade echt scheiße zusammen, der Typ. Das muss man einfach mal sagen. Aber wir brauchen ihn. Zu dritt ist das Ding ja fast unmöglich. Aber es läuft, es läuft. Gut, Ed Kostet. Okay, let's report rein. Ja, gibt es irgendetwas, worüber du dich unterhalten willst? Weil das Let's Play ist halt langsam so... Es ist halt schwer, sich über irgendetwas Gutes zu unterhalten, während du dich so absolut konzentrieren musst, ey. Es gibt so Leute, die machen Let's Plays und erzählen irgendwas von... von Psychologie oder irgendwas aus ihrem Studium oder so. Ja, komm, auf geht's. Witzig manchmal. Auf geht's. Nee, frag mich um was. Welchen Studiumplatz hast du dich denn beworben? Psychologie. Achso, okay. Aber ich will kein Psychologe werden. Weswegen, was willst du dann werden? Also nicht dieser... so... Ich weiß, was du meinst. Was willst du dann werden? Erzähl mal. Werbepsychologe. Wer was? Werbe. Werbung, weißt du? Achso. Achso, okay. Also jetzt nicht den Leuten zuhören, weißt du? Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also so zuhören schon und wir reden, verstehst du? Mhm. Therapeutenmäßig. Okay. Oh, Klauker. Zwei sogar. Geil, die verprügeln zu zweit einen einzigen Typen. Die haben gerade zu zweit einen einzigen Typen verprügelt. Lol, wie geil war das denn? Gut, jetzt müssen wir helfen, aber ganz kurz suchen. Wir brauchen nochmal Zutaten. Ich glaube noch einmal HCL und noch einmal CS. Ich kick den Typen gleich, ey. Okay, jetzt noch einmal. Eine Zutat würde da noch fehlen. Ah, ne, der hat schon reingehauen, ne? Ne, dann haben wir sie alle.
Können wir dann eigentlich entkommen jetzt? Ja, ne? Okay. Wir müssen Dingser, ne? Was? Wir müssen Oliver? Wir dürfen nicht entkommen, wenn ein Angriff ist, weißt du? Sonst müssen wir diese extra Map noch machen. Nicht unbedingt. Ich bin auch schon während eines Angriffs oft entkommen. Hatte ich auch schon. Weißt du, es richtig bitter wäre? Es gibt ja solche Weltrekorde, wo die Typen irgendwie auf Guck auf so 150 bis 200 Backs machen, ne? Stell dir mal das als Flucht vor. Ja, es gibt auch so Weltrekorde. Wie schnell spielst du ein Spiel durch, so, weißt du? Ja. Da gab es so Leute, die haben irgendwie in 3 Tagen Diablo durchgespielt. Diablo 3, als es rausgekommen ist. Sick. Also wenn die Gegner von vorne kommen, dann kann ich die an meinem Standardspot hier wegholen. Zumindest kann ich sie da gut wegholen. Oh fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich komme noch zurück ins Haus. Gut, ich bin im Haus. Ich glaube, jetzt bin ich das erste Mal grau, ne? Ja, ich bin grau. Okay. Direkt geheilt. Nur noch zwei. Ne, nur noch einen, ne? Ja, nur noch einen. Danach haben wir es. Geil! Cool. Wir haben hier 6 rumstehen, oder? Warte, 1, 2, 3... Wir haben 5, alle Leute. Ja. Lol. Ist dann doch ein bisschen viel. Ah, jetzt kommt er. Jetzt, wo es fast vorbei ist, kann er machen. Muss er aber nicht. Passt doch. Der, wo ist der? Wo, wo, wo? Ich sehe nicht. Der kommt erst noch. 2 Dozer? Alter. Alles, ach, putzig, Skulldozer. Und vergiss er. Ohne Scheiß, die Skulldozer sind nicht mehr erschreckend, die sind einfach nur süß. Die Killdozer, die sind was anderes. Killdozer machen mich eh nur aggressiv, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Oh, ich höre ihn. Ja, da hinten ist er. Da hinten, warte, warte. Kommst du? Wir hatten den Rocket Launcher, dieser Drubber, ne? Aber gut, ich denke, der wird das nicht machen. Dazu ist er viel zu stupide. Aber selbst wenn der Soul jetzt nicht endet, ist ja nicht schlimm. Wir müssen jetzt gleich nur noch mit 2 Mev-Sachen mitkommen. Boah. Das Problem ist, das jetzt gemacht, bevor ich den letzten Back habe. Das heißt, wir werden mitten im Assault sein. Ja, stimmt. Ich stell dir mal vor, den heißt 7 Stunden lang für 200 Backs Meth. Oh, Mist. Nee, dazu sage ich jetzt nichts, ich habe es ja gerade im letzten Mal erläutert. Ich muss sagen, nach den Ferien machen wir... Ah, endlich. Nach den Ferien machen wir ein, ich sag mal, Praktikum in Rothenburg. Umgang mit Behinderten. Das Beste, dürfen wir dieses Praktikum 90 Euro zahlen. Ihr zahlt selber für eins. Ja. Damit ihr anderen Benachteiligten helft. Ja. Okay. Und wie ist die Begründung? Wegen der Sicherheit. Nein. Sicherheitsschuhe oder wie? Nein, nein, nein! Die Füße rollen. Nein! Es ist halt einfach nur, ich glaube, Unterkunft und halt sowas. Und halt Bus, damit wir überhaupt da hinkommen. Aber 90 Euro pro Person, ne? Dafür, dass wir Behinderten helfen dürfen. Ist so ein bisschen so meh. Muss jetzt nicht sein, aber dafür eine Woche halt in die Schule. Ich bin auch mit einem guten Kumpel im Zimmer. An dieser Stelle, Markus, wenn du das siehst, Gruß an dich, der ist auch Markus. Mit K oder mit C? Mit K. Ah, wie ich. Oh, C. Wir haben's. Auf geht's, nimm dir den Back und auf geht's.
91% sicher. So, jeder nimmt jetzt hier nochmal was, ne? Auf geht's. Let's go. Gut, ich bin soweit safe. Auf geht's! Tag 1 überstanden, das Schwierigste haben wir jetzt schon. Genau. Gut, ich bin mal ganz kurz AFK. Alles klar. Mitten im Let's Play. Oh Mist. Wir müssen hier Dings da, ne? Ach ja, du bist ja AFK. Ich hör's schon. Fliehen. Ja, ich hab's schon gehört. Wenn ich so bam 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 höre, dann weiß ich schon. Alles klar! Der heilige Gral der Scheißigkeit hat wieder aufgeleuchtet. Er will uns fisten, aber ich sage, no sir! Auf geht's! So, wirf die Taschen. Ja, ich muss kurz überlegen. Ach, warte, welche Richtung? Warte, hier lang, hier hoch. Nein, falsche Richtung, hier lang, wo ich hinwerfe. Es geht schnell, ich gehe schon eine Tasche höher. Ah Mann, wieso musste das bloß sein, ey? Scheiße. Nein! Ah, oh, fick dich, Zivi, ey. Renn doch nicht einfach in mein Schussfeld. Arsch. So muss ich ihn... Ich hätte jetzt fast schon wieder den nächsten Zivi erschossen, ey. Also, ich schwöre dir, ne? Ich habe ja für die ganze... Es gibt ja insgesamt 5 verschiedene Fluchten, ne? Ja. Ich hab da jetzt jedes Achievement schon. Ich schwöre dir. An dieser Stelle muss ich echt mal meinen Kumpel Simon grüßen. Das Achievement Parkflucht, ne? Es sagen ja alle, Parkflucht ist ungefähr zu 99% unmöglich zu erreichen. Du, nicht, wenn du weißt, wie du das machen musst. Das hat er mir nämlich erklärt. Pass auf. Bei Straßen-Escape, Café-Escape und bei... Warte, eine gibt's noch. Mist, wir haben genau... Schon gesehen, wir brauchen hier einen Black Dozer. Eine Frage, wie viele, welche Flucht gibt's? Ach ja, Überführung. Pass auf. Bei all denen, die ich dir gerade genannt habe, ist folgendes. Da flüchtest du während eines Assaults. Wenn du bei den anderen bist, nämlich die Garagen und die andere, die kannst du, zum Beispiel Park. Park kannst du nur kriegen, wenn du während einer Pause im Assault fließt. Ach so, okay. Weil, das sagt ja auch richtig, der sagt was anderes am Anfang. Ist zum Beispiel, ich habe die Achievements geholt, das ist relativ easy. Geh auf Reds. Ja, Quatsch, Reds. Geh auf 4 Stores. Mach auf normal und dann killst du einfach jeden Zivi, den du siehst. Einfach rauf auf die Zivis und gut ist. Wenn du das so machst, dann kriegst du am Ende zu... Also die Chance bei laut eine Flucht zu haben ist ungefähr 30%. Und für jeden Zivi, den du killst, kriegst du halt 5% mehr. Und am Ende hast du halt bald eine 100% Chance. Also, naja. Wo hast denn du das gelesen? Überher? Offizielles Payday Wikipedia. Da steht aber nicht drauf, dass du nur gehen, dass du halt flüchten musst, wenn der Assault vorbei ist. Dass wenn der Assault vorbei hat, der Simon gesagt. Und das stimmt tatsächlich auch. Wenn der Assault vorbei ist bei Force Lost, dann kommst du nur auf den Scheiß. Ich könnte mal langsam so eine Achievement-Show machen. Wir finden nur noch 100 Stück. Ne, 101. Und wenn ich die Mission jetzt schaffe, dann 100 nur noch. Ich habe die nämlich noch nicht auf Pro Job beendet. Hier, du weißt, wie das geht? Ja. Alter, ich schwöre dir, es gibt keinen Heist, den ich so oft gezockt habe wie den. Ja, ich glaube von Infamy. Krass viel XP. Ich glaube von Infamy 3 an bis Infamy 7 habe ich um die 50 Mal diesen Job mindestens gespielt. Eher mehr.
Oh, bitte lass das, bitte lass die uns nicht verarschen, ey. Bitte, bitte, bitte keine Verarsche. Oh, bitte, 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 bitte. Sonst wird's echt scheiße. Komm schon, bitte. Lass das Glück auf meiner Seite sein. Oh, Gott. Ich dachte jetzt schon, ey. Schmeiß runter. Ja, ja, mach ich schon. Bleib unten mit der Thanatos. Will mal AWP sagen, weißt du? Weil ich ja vorher CS gespielt habe. So, warte. Jetzt die Info noch. Erst die Sachen in Sicherheit bringen, okay? Also bevor du irgendwas zurückstehst. Schmeißt mal gleich eure Bags hier runter, weißt du? Alle Bags. Also die, eure Medi-Bags und so. Brauchen wir nicht, wenn wir schnell sind. Hilf lieber erstmal mit den, Mist zu securen. Ah, shit, nicht ganz getroffen. Gut, wenn du dann soweit wärst, dann 3, 2, 1. Schneller. Schneller, 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 schneller. Bevor es jetzt richtig abgeht. Alter, der Typ geht so oft gerade recken, ne? Oh, fuck. Nein, 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 nein. Deswegen meinte ich, Medibag. Okay, die letzte Tasche, die letzte Tasche, da hinten noch, die letzte Tasche. Hol sie. Noch. Lauf, lauf. Ich bin tot. Okay, ich versuch's, ich versuch's. Warte, ich heile mich noch einmal ganz kurz und dann, okay, er hat sie. Drei und... Zack, geschafft. Wir haben alles, rein. Okay. Safe. Auch jetzt am dritten Tag sämtliche Geldtaschen. Du machst das, ne? Mit Sifi und so. Ich mach hier Thanatos. Okay. Versuch die Leute aufzuhalten. Hauptsache, du sorgst dafür, dass kein Taser an mich rankommt. Sonst haben wir verschissen. Das ist mir schon mal passiert. Das war so schlimm, ne? Ich stehe so da, bin so gerade dabei, das erste C4 zu entschärfen. Taser kommt von hinten, als ich fast fertig war. Keine Chance. Ding ist hochgegangen. Overkill Pro Job. Sämtliches vorbei. Auf geht's. Wow. Okay, jetzt. Boah. Alter. Kannst du dich mal darum kümmern, dass die Geldtaschen noch zum Auto gebracht werden? Okay, okay, okay. Schmeiß die. Auf die linke Seite. Von mir aus gesehen. Ja, ich weiß. Der Heli, oh fuck! Oh fuck, komm, 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 komm! Was denn, was? Oh Gott! Er war, hatte am Anfang nicht reagiert, als ich das C4 entschärfen wollte. Und da hatte ich jetzt am Anfang so ganz kurz so eine halbe Sekunde Verzögerung. Und du weißt ja, wie knapp das beim C4 ist. Allein schon diese Achievement, wo du an diesem Tag hier 7 Beutel von C4 wegbringen musst, ohne dass du ein C4 entschärfst. Das schaffst du auch nur auf Arschhaaresbreite. Da musst du den Scheiß... Dieses Schnellgreifen, ne? Muss jeder geskillt haben und dann müssen alle simultan öffnen. Aber wir sind schon gut dabei, muss ich sagen. Oh, das ist ein Clocker. Sagen wir so, Tag 3 ist eigentlich an sich der leichteste. Ist meine Meinung. Oh, jetzt flüstert er jetzt. Oh, Mann. Mann, Ex-Präsident. Ach, hast du Perk, Ex-Präsident, Dingsbums? Nee, 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 so ein Typ. Der heißt der Ex-Präsident, der flüstert mich gerade an. Ach das so, heißt, der okay. Flüstern, Alter, der ist halt bei Steam, der mich ja gerade anschreibt. Das ist der, mit dem, von ich davon erzählt habe, mit dem wir diesen Ultra-Hardcore-Modus gemacht haben. Ah, okay. Okay, letzte Geldtasche. Ich entschärfe mal nur zur Sicherheit sämtliches C4.
Aber wir sind gut dabei. Wann kommt denn der Pilot eigentlich? Weißt du das? Ich hab da nicht gerade drauf geachtet. Ah, 30 Sekunden. Ah, ich hör's schon. Hallo? Reds Pro-Job Deathwish easy durchgecarried. Wie gesagt, am schwierigsten ist Tag 3, Tag 2, dann kommt Tag 1, Tag... Pass auf, von Schwierigkeit her, Tag 1 am schwierigsten, Tag 2 am zweitschwersten und am letzten kommt dann Tag 3. Wenn du auch nur halbwegs gescheit spielst, dann verkackst du an Tag 3 eigentlich nicht. Oh, da ist er. Auf geht's. Oh, was ist das? Das ist der Hubschrauber? Der Achievement. Wow, wow, wow. Ah, mir ist die Glocke. Warte. Welches Achievement, hä? Ich hab irgendwie, nee, so einen Nebenjob, glaube ich. Ach, das Nebenjob bekommen? Ja, 25 Shields wahrscheinlich. Och, alter Markus. Markus. Musst du denn dauernd draufgehen? Auf geht's. Wir haben alles. Alle 25. Auf geht's. Scheiße, die fangen gerade an, bei unserem Fluchtpunkt zu spawnen. Und jetzt auf zum Fluchtpunkt. Rein, 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 rein. Auf, auf. Yes. If you can take the heat. Yes. Das war ziemlich effektiv, muss ich sagen. Das war eine gute Runde, muss ich sagen. Ja. Gut Leute, also wem das Let's Play gefallen hat, schaut ruhig nochmal vorbei. Es werden immer solche Let's Plays jetzt kommen. Und bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.